Yoshi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Xenoblade Chronicle Cross! Yay! Ich hab mich aufgerüstet, weil endlich hab ich's kapiert! Hey! Da ist doch dieser Terminal, der eigentlich der Shop ist, wo es auch großartig auch gesagt wurde. Gucken wir mal ganz kurz mal an. Ausrüstung. Ach, die kann sich auch so bewegen. Ja, gucken wir mal. Einsatzgewehr habe ich mir geholt. Eisenmesser, ein anderes. Ja, ich habe jetzt Aufrüstung gekauft. Bei Elmer genauso. Und bei Lynn auch. Sagen. Ich hätte es mir eigentlich auch... Entschuldigung. Ja, gut. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich meine, solche Spiele wie Xenoblades, da muss man sich auch irgendwie ausrüsten können. Also gut, dann gehen wir nochmal los und werden diesen ollen Volker platt machen. Besiege Volker, den Rasenden. Oh, yay! Und ich habe vergessen, den Timer einzuschalten. Ach, hey, super! Ist ja nicht so, dass das Hochladen so nicht mehr ewig und 3 Tage dauert. Ja, Leute, deswegen muss ich jetzt schnell den Timer einschalten. Oh. So, ja, kommt Timer. So. Dann wollen wir jetzt mal los. Naja, also, ich habe in der letzten Folge den ollen Volker nicht platt machen können. Naja, irgendwie war es klar, dass das nicht hinhauen wird. Aber ich hätte es mir echt denken können. Ich meine, so von gestern bin ich eigentlich auch nicht. Und so ein blutiger Anfänger bin ich auch wieder nicht, dass ich keine Ahnung habe, dass man eigentlich auch die Gelegenheit hat, auch um sich aufzurüsten. Hi, Thomas! Ich glaube, ich habe schon mal mit dir geredet, aber ich rede gerne nochmal mit dir. Erkunde dich bei Thomas nach den Einheitskreaturen Grimodoria. Obis ereignen sich super dafür, erste Kampferfahrungen mit einheimischen Kreaturen zu haben. In dieser Gegend wimmelt es ja auch nur von denen. Anders als aggressive Zeitgenossen wie Krexel greifen Obis erst an, wenn man sie auf der Reserve oder. Das macht sie zu idealen Sparingspartnern. Und ein gut gemeinter Ratschlag. Lass dich nicht in die Kämpfe von gefährlichen Biestern am Namakasee im Norden verwickeln. Die Gegend dort wurde schon zu einem unerfahrenen Interkapturen zu fändig. So lohnt es auch ist, die Stadt zu beschützen. Man muss sein Leben nicht auf diese Art wegschmeißen. Wenn ich seinen Vieh entdecke, renn lieber weg. Ich wünschte, das ginge so einfach. Ich find's auch übrigens geil, dass immer auch die Waffen verschwinden, sobald man sie anspricht. Nelsons Team ist anscheinend verschollen. Sie wollten nur ein paar Datensorten installieren und anscheinend direkt in die Stadt zurückkehren. Was ist da bloß passiert? Ich weiß nicht, wen oder was sie da draußen begegnet sind, aber lass dir das eine Warnung sein. Man kann auf diesem Planeten einfach nicht vorsichtig genug sein. Also ich würde eher tippen, was sie über den Weg gelaufen sind. Ist ja nicht so, dass die... Oh, hallo. Du langbeinige Schnicke. Ist ja nicht so, dass hier irgendwo Menschen an jeder Ecke zu finden sind. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch bessere Chancen habe, diesen ollen Rasen zu erledigen. Einmal, ich muss mal kurz was trinken. Mein Hals wird wieder trocken. Der ist ziemlich nah dran. Ich muss aber echt sagen, die Mucke ist endgeil. Erstmal dieses mischige Musik in der Stadt und dann hier dieses, ja, Epic-Mucke da. Yay, yeah, ich glaube, ich habe schon mit dir gesprochen. Bleib in den ganzen nur, sondern du kannst uns ja nur ein wenig ausruhen. Aha. Ja. Also, meinst du das hier? Ach, Moment mal. Heißt das, ich könnte... Könnte es heißen, ich könnte tatsächlich... Ah, ich verstehe.
Ich kann die Zeit angeben, wie lange ich da pennen will anscheinend. Und da waren wir es jetzt nochmal und ich hoffe, diesmal klappt es besser. Mann, die hat er ja alle vermöbelt. Okay, ich... Okay, erst schwächen. Ja. Und bleib in Bewegung, Leute! Oh. Nahkampf? Was für Nahkampf? Tut mir bitte einen Gefallen, Mädels, und passt auf, dass ihr euch nicht so... Ui. In Bewegung bleiben! Bewegliche Ziele kann man schlechter treffen als stehende! Okay, also macht keinen Blödsinn, Mädels. Das sag ich ja schon, wenn ich mich schon ziemlich dumm angestellt habe, okay? Wow, was war heftig! Wer das auch immer war, gut! Gliedmaßen zerstört. Donnerwetter, die Waffe. Ja, ich bleib in Rhythmus. Ich bleib in Rhythmus. Ey, geil, die Waffe ist viel besser. Ich drück gar nicht so und... Achtung, der Schwanz gefällt mir nicht. Der Sch... Das war eigentlich auch klar gewesen, dass man eigentlich auch erstmal die Aufrüstung kaufen muss. Elna, pass bitte auf, du bist im roten Bereich. Ich übrigens auch. Ja, hört mal, Leute, wie wär's, wenn wir nachher schlafen gehen? Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, wie man ausweicht? Bitte, Irla Mädels, ihr seid alle im roten Bereich! Puh! Wow! So einfach war das! Yay! Das sind wir wirklich! Danke. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. Sie haben eine merkwürdige Art zu spielen. It's a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Gut, dann machen wir das. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. Also wie ein Zäpfchen Arsch. On the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Okay. Na gut. Muss ich eh lernen. Oh, ich habe selbst ein iPhone. Gut und... Muss ich irgendwie was drücken? Jetzt mache ich selbst ein Selfie. Wieso leuchtet das so rot wie Lava? Oh, cool. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See, at the end of the day, there's really not much to it. The hardest part is calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep. Planting probes is easy, and the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for you, Junior. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Okay. Ihr redet alle zwischen, Mädels. Das
Tante von Lau. Hey, wer bist du denn, Schnuckiputzi? Ich bin Lau von den Pfadfindern. Kleine Einführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Knotenpunkt findest, drückest du vor den A-Knopf, um der Sonne zu installieren. Dein mechanisches Spezialwissen musst du stimmen. Also schau auf das bei Eleonora vorbei. Vorsicht, Tyrannen! Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich noch etwas. Eine übermächtige Kreatur wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Scale an. Dass wir das eben zu Fuß einen Tyrannen besiegt haben, grenzt an ein Wunder. Sei in Zukunft vorsichtig, okay? Kein Problem, Elmer. Ich wollte ja nicht kämpfen. Cool, ich kann hier reingehen. Obwohl, die liebe Mare meinte, wir schaffen das. Okay, erstmal einen zweiten auf. warte mal, ich will mal gucken. Alles klar, wir sind alles im blauen Bereich. Also jetzt, wo ich weiß, wie das Spiel funktioniert, macht's richtig Spaß. Aber gehen wir noch ein bisschen hier sammeln, weil das kann man gut verkaufen. Ich hab's mir anders überlegt. Ich meine, ich habe zwar gerade eben mit meinen Kolleginnen hier dieses Riesenviech, diesen Eulen Volker platt gemacht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mein Glück herausfordern soll. Hallo Mädel. Östlich von hier leben Simimusse. Die sind clever und hochaggressiv. Also passt gut auf. Es ist aber möglich, die Gegend kommt. Ja. Und das ist zum Heilen. Ich bin happy. Ich hab's geschafft. Puh. Man könnte hier gut leveln und so, wenn man die Monster angreift. Aber irgendwie, trotz meiner schlechten Erfahrung mit diesen Gexen, will ich das nicht einfach. Ich meine, es sind schließlich keine bösartigen Tiere. Die wollen einfach nur letztendlich ihr Revier verhalten. Ich meine, es ist genauso, als würde jemand einfach in die Wohnung reingehen bei euch. Oder in meiner. Und so, das würden wir auch nicht toll finden, oder? Da würden die auch sagen, ey, was willst du hier? Ja. Und es regnet tatsächlich. Ist das eng geil, Leute. Holy fucking shit, ist das geil. Es regnet. Aber ich muss dann unterwegs neue? Hat dir schon wer gesagt, dass du auf der Karte die Gefahrenstufe von Segmenten an ihrer Farbe erkennen kannst? Sei klug und such dir einen sicheren Weg. Das habe ich mir schon gedacht. Neulich haben dieser Monster erlegt und einen Knarre in seinem Magen von. Bisschen eklig, aber jetzt benutze ich nur noch die sehr gefallenen Kameraden. Ja, das Ding lag ihnen echt schwer im Magen. Na, das muss doch auch irgendwie eklig sein, Leute. Überlegt doch mal, ihr legt ein Viech, schneidet es auf und dann findet ihr Hinweise, dass der vorher noch einen Menschen gefressen hat. Aber ein Gewehr ist nicht so makaber, wenn man jetzt, ich sag mal, Knochen finden würde. Und da kommt nicht hoch. Komme ich hier irgendwo rein? Ja, mein Orientierungssinn ist nicht gerade gut, besonders weil ich, wie bekloppt durch die Gegend renne und nicht aufpasse, wo ich hinrenne. Na, was soll's. Und jetzt kann ich einen Blick auf Irina drüben in der Passage rein, immer mit alles. Ach, wie süß. Aber sei dir bewusst, dass das schon als Stalking gelten könnte. Aber Irina scheint ja auch sehr beliebt zu sein. Ach, da muss ich hin. Moment mal, heißt das... Ich muss mit dem Fahrstuhl fahren, oder wie? Entschuldigung! Ja, ich erinnere... Ja, toll, wo ist jetzt hier ein Fahrstuhl? Ja,
Mann, es gibt nichts Besseres, als mit einem Skill über die beiden Grünfelder vom Primörshaus im Mittelspot eine Skill-Lizenz aus Quapronto. Ja, will ich, aber eine mit Weile. Hey. Ja, jetzt suche ich, wie wir flappen. Also, sorry, ich komme echt mit dieser Karte nicht klar. Weil mal ist der Fall da und da mal nicht. Und sorry, hallo? Wenn ich auf dem Gamepad gucke, hilft das mir auch nicht großartig, weil... Ja, weil man da nichts Gescheiteres sieht. Man sieht zwar eine Karte... Aber man weiß... Echten leider nicht, ja. Okay. Ja, jetzt eigentlich müssen wir nicht kaufen, aber leider ist sie nicht beschriftet. Also da steht jetzt nicht, ja, da ist das Gebäude und... Ja, Alter, ich muss ab und zu auf die Karte gucken und dann wieder hochgehen, weil sie so gerne irgendwo hängen bleibt. Okay. Ja, ich sehe hier irgendwie so einen Punkt da auch drauf. Das will ich jetzt mal wissen. Was ist das? Ach, ich sehe der Party schon zu Ende, Leute. Tja, wir sehen uns in der nächsten Folge. See you, Madani. Da ist sie gerade gesprungen.